Hallihallo, ich heiße euch willkommen zum Add-on von Tiberiensern Feuersturm. Mein Name ist Sam und ich möchte jetzt loslegen mit dem lang ersehnten großen Add-on. Wie auch immer, Weltherrschaft war auch. Kenn ich gar nicht. Ich möchte aber vorher kurz gucken, ob der Sound so okay ist. Ich glaube, das kann man so lassen. Dann fangen wir doch mal an, oder? Würde ich mal so sagen. GDI, leicht, ist klar. Kann sein, dass ich das irgendwann mal auf leicht gespielt habe, aber ich spiele hier im Let's Play immer auf schwer. Schlacht der Verzweiflung. Übertragung der Dringlichkeitsstufe 1. Empfänger Dr. Gabriela Boudreau, Leiterin des Daedalus-Teams. Erwarte Sicherheitscode. Eva, hier Dr. Boudreau. Sicherheitscode Delta Epsilon 4. Übertragung entschlüsseln. Kratos, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Doktor, tut mir leid, wenn ich störe, aber das Daedalus-Team muss sich sofort wieder einsatzbereit machen. Ich habe einen Fehler gemacht. Gabriela, dieses Geschöpf ist Vaumagan. Mein Gegenmittel schlägt nicht an. Die Zeit wird knapp. Die Opfer hier in unserer Quarantänestation haben die letzte Grenze der Tiberium. Überschritten. Wir haben ein Team zusammengestellt, das die Tacitus-Datenmatrix suchen und bergen soll. Ich möchte, dass Sie in Kairo die Operation vor Ort überwachen. Wir brauchen dringend alle Aufzeichnungen von Kane. Nur mit dem Tacitus und Kanes Aufzeichnungen können wir das Geheimnis entschlüsseln. Doktor, mir bleibt nur noch wenig Zeit. Sie müssen dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Sie müssen meine Arbeit fortsetzen. Wiederhole, Southern Cross. Verbindung ist schlecht. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Aber die Datenmatrix und auch Kanes Aufzeichnung sind bereit zu... Datenzugriff. Bildsignal zum Komsat unterbrochen. Suche Frequenz. Zugriff. Bildsignal zum Komsat unterbrochen. Suche Frequenz. Ich brauche die Verbindung jetzt. Was zum Teufel ist da los? Stabile Verbindung zur Philadelphia derzeit nicht möglich. Versuche Sendesignalumleitung. Kurs 5-5. Danke, Southern Cross. Kodiak bereit zum Start. Passt auf euch auf, Leute. Southern Cross, bitte melden. Starker Ionenpartikelsturm nähert sich. Haltet uns die Daumen, das wird ein höllischer Ritt. Was zum Teufel war das denn? Philadelphia! Mayday! Mayday! Verbindung unterbrochen. Die Kodiak ist nicht mehr auf dem Radar. Bitte warten. Verbindungsaufbau zur GDI-Befehlstelle Southern Cross. Commander? Wir versetzen Sie von der Operation Lazarus zum Feuersturm-Kampfverband. Wir stecken in einer Krise. Es gilt ab sofort Alarmstufe Rot. Eva, versorge den Commander mit Daten. Initialisiere globale Suche nach Aufenthaltsort der Kodiak. Alle globalen Satelliten deaktiviert. Kommunikation mit der Philadelphia unterbrochen. Southern Cross übernimmt den GDI-Oberbefehl, bis die Situation geklärt werden kann. Beachten Sie, was Sie jetzt sehen. Unterliegt Sicherheitscode Alpha Rot. Das ist die Tacitus-Datenmatrix. Unsere Experten meinen, dass Kanes Tiberium-Experimente auf Daten von diesem Gerät basierten. Aber leider ist die Kodiak abgestürzt über Nordafrika und der Tacitus war an Bord. Eva, die Daten sollten inzwischen online sein. Durch das Notsignal der Kodiak konnte die exakte Absturzstelle geortet werden. Bitte warten, taktische Daten werden übertragen. Der Tacitus war unterwegs zu Tratos, als die Kodiak abstürzte. Tratos ist der Einzige, der das verdammte Ding entschlüsseln kann. Dies ist ein simpler Such- und Bergungseinsatz, Commander. Fliegen Sie hin, suchen Sie nach Überlebenden, bergen Sie den Tacitus und bringen Sie ihn her. Das klingt ja ganz simpel.
Gibt es jetzt nicht so eine Einsatzbeschreibung oder wie sonst? Das scheint hier anders zu sein. Natürlich wieder ein Ionensturm, wie ich sie liebe. Finden Sie die Kodiak? Ja, ich weiß ja nicht, aber Tratos kommt irgendwie wie einer aus Star Wars. Ich weiß noch nicht genau wer. So, kann ich bewegen, ja. Ich speichere auf jeden Fall direkt zu Beginn. GDI 1, Bergung des Tacitus. Schön gemacht mit GDI 1 und 1 vorne drin. So, ich habe kein... Bauhof, wollte ich sagen, bevor ich unterbrochen wurde. Es sollte ja ganz simpel sein und die Karte ist auch nicht sehr groß. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal mit allem drauf los und hoffe, dass diese blöde Mission gleich zu Beginn, wie ich sie mal nennen möchte, schnell vorbei ist. Blöd aus dem einfachen Grund halt, weil ich diese Stürme, diese Blitze und alles nicht mag. Da können Disruptor-Panzer und Schwebepanzer nicht wirklich agieren. Scheinbar komme ich hier nicht rüber. Aber wenn ich Glück habe, geht es hier außen rum weiter. Die wollen wohl, dass man da seine Einheiten verlädt ins Amphibienfahrzeug und dann merkt man, da geht es gar nicht weiter. Da muss man über die Brücke. Oh nein, nicht mit mir. Oh Mann. Kirchen sind immer gut, die kann man nämlich kaputt schießen und dann drauf hoffen, dass da was drin ist. Hier leider nicht. In der letzten Mission von Nord im Hauptspiel, da gab es da sowas. Da war in der Kirche, glaube ich, ganz viel Geld drin. Die Kirche hat da die größten Staatsschätze immer. So. Hilfe! Ungeziefer habt den falschen Ort gewählt. Oha. Helfen die mir jetzt? Ja, sehr schön. Das habe ich gehofft. Und mich lassen sie in Ruhe. Sehr schön. Das wird wahrscheinlich eine sehr einfache Mission noch zu Beginn. Da habe ich mir gar nichts gegen. Ich nehme an, hier muss ich einen reinschicken. Finden Sie die Kodiak? Ich denke immer an so einen Film. Also ihr wisst schon, die guten alten Fotoapparate mit Film, die man entwickeln konnte. Da gibt es auch so eine Marke Kodiak. Kein Problem. Oder Kodak, keine Ahnung. Schon so lange her. Das war im letzten Jahrtausend. Also bitte. So. Den brauche ich bestimmt noch. Der muss den Tacitus aufladen. Tacitus, das macht richtig Spaß. Also Tacitus, der verspricht immer bei jeder Mission ein Highlight zu werden. Alles klar. Das werdet ihr auch noch in Tiberium Wars später sehen. Da gibt es auch so schöne Missionen, die richtig schwer sind. Hier ist es zum Glück nochmal eine leichte. Oder war es schon vorbei oder was? Will die Mission mich wirklich so enttäuschen, dass hier nichts mehr Aufregendes passiert? Oder kommt da eventuell noch ein Stützpunkt? Oh nein, hätte ich das bloß nicht gesagt. Oh nein. Oh nein. Ich habe irgendwie keine sehr schlagkräftige Truppe, bis die mal schießen. Ich bin zu sehr Nord gewohnt jetzt. Ich habe die ganze Zeit Nord gespielt gehabt. Im Hauptspiel am Ende. Die Ingenieure sollen da nicht reingehen. Das war nicht so klug von mir. Ich hätte die Beine verloren, aber ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt noch brauche. Ingenieure sind immer so eine Sache, die kann man eigentlich entbehren, solange man sie nicht unbedingt braucht. So, ich muss es wohl nicht tun, aber ich lasse meiner Zerstörungswut einfach mal freien Lauf. Ich gucke hier unten, ob es da was gibt. Oh ja, ein Gegner. Wo ist die gute alte Kodiak? Das war doch genau das Gefährt, wo McNeil und die anderen alle drin waren, die ganze Zeit. Meine ich zumindest. Mir fehlt hier die Musik. Es ist irgendwie unfair, dass in so einer Mission nie Musik ist. Oder keine gescheite. Das klingt ja schon besser. Nicht so die ganze Zeit nur Gewitter, Blitze und arg. Auch mal ein bisschen Sound. Das gute alte Gemüt.
So. Wo ist die Kodia? Und warum habe ich überhaupt... Ach ja, jetzt weiß ich, warum ich ihn habe. Damit man den Ingenieur da reinkommen kann. Ist ja klar. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Hilfe! Ein Raketenmann. Der nichts ausrichten kann. So. Wie groß ist die Karte noch? Können wir uns da wieder treffen oder... Oh! Oh. Das gefällt mir. Stellen Sie fest, ob die Kodiak geborgen werden kann. Ja, sieht doch gut aus. Die kann noch fliegen. Noch ein bisschen ein paar Schrauben anziehen und dann passt das schon. Ein bisschen die Lenkung ölen und das Getriebe streicheln. Dann passt das. Feindliche Verstärkungstruppen sind eingetroffen. Das habe ich noch nie gehört und das will ich eigentlich auch nicht hören. Ich mag den Spruch also sehr, wenn es heißt, Verstärkung ist eingetroffen. Und jetzt sagt sie, feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Du willst mich doch verarschen. So, obwohl, ich kann da einfach dahin reinschicken. Ich nehme an, dafür sind sie auch gedacht. Und wehe, wenn nicht. Ich speichere mal, vielleicht ist es gleich vorbei. Dup-di-du. Werbung des Tatsitters. So, ich habe mein Bestes getan. Doch der Schaden ist zu groß. Wir haben die Kodiak verloren. Von wegen. Sieht doch gut aus, was willst du eigentlich? Geborgen. Begeben Sie sich zur markierten Position. War da, ganz am Anfang wieder. Ja, das ist witzig. Das ist witzig. Das ist gut. Gefunden. Kann ich vielleicht außen rum gehen? Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist sehr witzig. Das ist sehr witzig. Oh ja. Verstärkung ist eingetroffen. Der scheiß Ionensturm ist weg. Ach, jetzt geht die Mission erst richtig los, wa? Ach, die Verstärkung, die hilft mir. Ich dachte, ein Bauhof kommt, das wäre schon geil. Das wäre geil gewesen. Ja, Sir. Macht nichts, vielleicht kann ich mich hier außen rum cheaten. Alles klar. Dann können die mich mal Alles hier. Klar. Die zwei. Ja, Sir. Kommt schon. Klar. Nein, Alles da geht's klar. nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Wenn ich Glück habe, dann erwischen die mich nicht. Zum Glück sind es hier keine Artilleries. Das klappt. Jetzt hoffe ich nur, dass es hier auch wirklich weitergeht. Die gibt's immer noch. Sogar noch ein bisschen schöner gemacht worden. Was, Erwachsener? Erwachsener Viskoroid, wie auch immer. Bisher waren es immer nur normale. Das hat sich gesteigert. Was wollen die denn jetzt? Jetzt sind die nochmal eine Nummer gefährlicher. Bisher gingen sie ja sowohl auf mich als auch auf Nord. Und jetzt gehen sie wahrscheinlich auch noch auf die Mutanten. Wer weiß. So, voll durchs Tiberium, ich bin so nett zu meinen Infanteristen. Alles klar. Und wahrscheinlich geht's hier noch nicht mal durch. Keine Feuerzonen, was wollt ihr denn? Einheit verloren. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sterb! Warum sind meine Einheiten so schwach? Komm du. Stürm einfach durch. Und weh, die Mutanten greifen mich plötzlich an. Ja, dieses Vieh. So. Alles klar. Kommt schon. Das muss geschafft werden jetzt. Sieht sehr gut aus. Hier geht's garantiert weiter. Sonst würden die auch gar nicht automatisch da langfahren. Insofern kann ich mich schon auf meine Einheiten verlassen. Geht. Lass mich bloß in Ruhe. Nein! Er schmatzt mich an. Er hat mich zum Fressen gern.
Schnell durch. Einfach nur durchpreschen. Ja, hätte ich einen eigenen Bau von irgend sowas, dann würde ich mich vielleicht noch um den Stützpunkt kümmern. Aha. Danke sehr. Die Mutanten sind in Ordnung. Auf jeden Fall. Dann habe ich diese Mission wohl geschafft. Aber ich würde sagen, das Video ist jetzt noch nicht so lange. Deswegen gucken wir uns auch gerade den Vorspann, vielleicht die nächste Videosequenz an. Zur nächsten Mission. Einsatzziel erreicht. Juhu. Einsatz erfolgreich. Er hat mich erwischt. Egal. So, 43%ige Effizienz. Es wird immer schlimmer, aber egal, ich schaffe es trotzdem. Wo haben die viele Truppen verloren? Warum? Feindliche Tiberium-Lebensformen an verschiedenen Punkten im Umfeld von Kolonie 3 geortet. Sofortige Evakuierung der Zivilbevölkerung einleiten. Oh, das war ganz kurz. Dann speichere ich hier. Evakuierung der von Zivilisten. Das war kurz und bündig und irgendwie aus dem Zusammenhang raus. Egal. Hier starten wir dann beim nächsten Video. Mein Name ist Sam. Freut euch drauf. Gefechtskontrolle offline.